Erneut zeigt Okuma auf dieser Emo ein fertigungstechnisches Highlight im Bereich der Schleiftechnik mit der Außenrundschleifmaschine GP26W. Welchen Strategieansatz verfolgt Okuma mit der GP26W? Okuma blickt auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung im Bereich der Schleiftechnik zurück. So wurde 1918 die erste Schleifmaschine in Japan verkauft. Wir bei Okuma arbeiten stetig an neuen Funktionen und der Weiterentwicklung von Komponenten, um unseren Kunden das Leben zu erleichtern. Steigende Anforderungen der jeweiligen Märkte treiben uns an, zur richtigen Zeit die richtigen Lösungen anbieten zu können. Angefangen mit der speziell entwickelten hydrodynamischen Spindellagerung mit herausragenden Rundlaufeigenschaften bei gleichzeitig höchsten Stabilitätseigenschaften. Handgeschabte sowie hydrostatische Führungsbahnen runden unser Know-how als erfahrener Hersteller von Schleifmaschinen ab. Dann die erste Okuma Schleifmaschine mit unserer OSB-CNC-Steuerung im Jahre 1986 mit der Möglichkeit der Dialog- als auch der ISO-Programmierung. Mittlerweile bietet die OSB-Steuerung P300GA alle Vorzüge einer einfachen und intuitiven Programmierung komplexer Bauteile, wie das unsere Kunden ebenfalls von unseren Dreh- und Fräsmaschinen schätzen. Maschinen werden immer mehr bei kleinen Produktionsvolumina automatisiert. Und der tägliche Dialog mit unseren Kunden zeigt, dass das automatisierte und rüstfreie Handling von verschiedensten Werkstücktypen im Fokus steht. Und genau da ist unser Lösungsansatz. Verschiedene Werkstücktypen bei höchster Verfügbarkeit wirtschaftlich ohne manuellen Rüstaufwand flexibel und vor allem automatisiert fertigen zu können. Gerade sprachen Sie von Automation und mannlosen Rüsten. Was genau können Sie uns dazu sagen? Alle unsere Maschinen können sowohl mit eigenen Portalladern der Baureihe OGL sowie mit Robotern verknüpft werden. Unsere OSB-Steuerung gewährleistet die Integration komplexer Automatisierungsprozesse, die im Zuge der umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion immer mehr gefordert sind. So kann zum Beispiel ein Roboter einen QR-Code lesen und somit ein neues Programm laden und starten. Gleichzeitig werden die Verfahrwege von Direktmesssystemen und Reitstock entsprechend den neuen Werkstückabmessungen und Bearbeitungsanforderungen automatisch, also mannlos, angepasst. Das versteht Okuma unter dem Motto dieser Emo Feel the Magic of Okuma. Inwieweit ist Okuma auf die immer genaueren Werkstückanforderungen bei kürzesten Schleifzeiten aufgestellt? Wir bei Okuma arbeiten mit einem sogenannten Baukastensystem bei der Spezifikation unserer Maschinen. Durch die speziell entwickelten Optionen sind wir hervorragend auf die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden eingestellt. Zum Beispiel Schnittgeschwindigkeiten bis zu 120 Meter pro Sekunde, Hochdruckspülstrategien, leistungsstarken Antriebseinheiten bis hin zur intelligenten Anschliffkontrolle. Diese Anschliffkontrolle überwacht kontinuierlich die Spindellast und gewährleistet somit konstant bleibende Bearbeitungsparameter bei der Prozesssicherung, Erreichung von Qualitätsanforderungen. Unsere Schleifmaschinen in Verbindung mit neuesten Abbricht- und Schleifwerkzeugen ergeben ein solides Lösungspaket für die sich immer wechselnden Aufgaben, die unseren Kunden gestellt werden. Okuma stellt Dreh- und Fräsmaschinen her und ist als Single-Source-Hersteller im Markt bekannt. Also als Hersteller, der unter anderem eigene Steuerungen, Antriebseinheiten, Spindeln, Motoren entwickelt und baut. Warum sollten sich Kunden ebenfalls für eine Okuma-Schleifmaschine entscheiden? Zuallererst einmal ist der hohe Qualitätsstandard unserer Maschinen ausschlaggebend. Okuma stellt die Kernkomponenten der Maschine selbst her und verbessert diese kontinuierlich. Wir sprechen hierbei von Single Source Supply, alles aus einer Hand. Hieraus ergibt sich dann unsere Message an die Kunden der Open Possibilities, also der grenzenlosen Lösungsmöglichkeiten. Aus der Symbiose von Mechanik und Elektrik ergibt sich eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Maschine bzw. der Komponenten, da sie genau aufeinander abgestimmt sind. Das wiederum gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit der Schleifmaschinen und garantiert somit eine prozesssichere Fertigung. Nur dann macht auch eine Automation Sinn und rechnet sich. Seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigen wir bei Okuma uns mit dem Schleifen und wissen somit, wovon wir sprechen. Die Entwicklung der GP26 ist das Ergebnis dieser Erfahrung, was sich im steigenden Zuspruch unserer Kunden widerspiegelt. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Wo werden in der Zukunft noch Okuma-Schleifmaschinen ausgestellt werden? Wir freuen uns, an der Fachmesse Grinding Hub im Mai 2022 in Stuttgart teilzunehmen. Dort werden wir mit einem Messestand neben neuen Maschinenentwicklungen auch innovative Lösungen im Bereich der Anwendungstechnik sowie der Steuerungstechnologie zeigen. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne.